Ich glaube, was wir hier heute erleben, ist die Entstehung einer weltweiten Bewegung, die Seite an Seite steht in der Mission, IS zu bekämpfen und letzten Endes zu zerschlagen. In Verbindung mit diesem Gipfel haben die USA und ihre Partner auch neue Schritte unternommen, um Schläge zu führen gegen die illegale Finanzierung, mit deren Hilfe IS die Angriffe finanziert. Die militärischen und geheimdienstlichen Anstrengungen allein aber genügen nicht, um den Erfolg zu erringen. Wir brauchen auch politischen und wirtschaftlichen Fortschritt in dem Kampf gegen die Bedingungen, die IS ausgenutzt hat, um sich zu etablieren. In Syrien bedeutet das, dass wir eine neue Person an der Spitze brauchen, wenn wir den IS besiegen wollen. Eine inklusive Regierung, die das syrische Volk zusammenführt im Kampf gegen terroristische Gruppen. Das ist ein komplexer Prozess und wie ich schon sagte, sind wir bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, einschließlich Russlands und Irans, um einen politischen Mechanismus zu finden, durch den es möglich wird, einen Übergangsprozess in die Wege zu leiten. Wir anerkennen, dass wir auch die wirtschaftliche Verbitterung bekämpfen müssen, die in einigen dieser Gebiete herrscht, die IS für sich ausnutzen will. Die Armut verursacht nicht den Terrorismus, wie wir aber erlebt haben im Nahen Osten und Nordafrika. Wenn Menschen, insbesondere junge Menschen, verarmen, wenn sie hoffnungslos sind, wenn sie sich gedemütigt fühlen durch Ungerechtigkeit und Korruption, dann kann das den Groll fördern, den die Terroristen für sich ausnutzen. Deswegen ist eine nachhaltige Entwicklungsarbeit wichtig, insbesondere für die Jugendlichen. Das ist ein Teil des Kampfes gegen den gewaltbereiten Extremismus. Wir müssen auch die politischen Probleme bekämpfen, die IS für sich ausnutzt. Ich habe das schon gesagt, wenn Menschenrechte verweigert werden und die Bürger keine Möglichkeit haben, ihre Anliegen friedlich zu vertreten, dann ist das ein Nährboden für terroristische Propaganda. Und wenn politische Gegner als Terroristen behandelt werden und ins Gefängnis geworfen werden, kann das eine selbsterfüllende Prophezeiung sein. Wir glauben, dass sowohl aus moralischen Gründen als auch aus Effizienzgründen, aus beiden Gründen, es wichtig ist, einen Prozess zu organisieren, der zur Ablösung von Assad führt. Warum? Moralisch betrachtet wurde er der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt vom Generalsekretär Ban Ki-moon. Und es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass jemand, der verantwortlich ist für 80% von insgesamt über 250.000 Todesopfern in diesem Konflikt, dass so jemand die Zukunft seines Volkes sein könnte. Wie könnte man sich vorstellen, dass sowas möglich sein sollte, mit der Aussicht einer dauerhaften, nicht einfach nur Regierungsmacht, sondern einer dauerhaften Diktatur der Person, die verantwortlich ist für das gegenwärtige Chaos? Das ist einfach eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Deswegen müssen wir diese Koalition organisieren, diesen Übergang organisieren. Aber das ist nicht einfach. Der erste Genf I-Prozess war ja im Juni 2012, aber das ist ja die Rolle der Diplomatie. Wir müssen also einen Prozess so organisieren, dass wir einen Weg finden, Assad in diesem Übergangsprozess abzulösen.